Rechts abbiegen auf Brückenstraße. Ja, wer kennt die Anweisungen dieser Dame nicht? Die kleine digitale Straßenkarte zeigt und sagt mir den schnellsten Weg an. Ob im Auto, auf dem Fahrrad oder zu Fuß. Hier gibt es für meine Route jetzt sogar die Live-View-Funktion. Für die noch bessere Orientierung. Wo ich geparkt habe, merkt sich die App natürlich auch. Google Maps erleichtert das Leben, ja, nimmt sogar das eigene Denken ab. Da kann der gute alte, etwas mühsame Stadtplan nicht mehr mithalten. Fährt sich damit einfach viel einfacher, weil man jeden Stau sofort angezeigt bekommt, jede Umfahrung sofort gezeigt bekommt. Man weiß, wenn man losfährt, wann man ankommt und kriegt auch so rundherum noch viel mehr Tipps. Tipps zum Beispiel zu angesagten Restaurants und Cafés, der günstigsten Apotheke oder Tanke um die Ecke. Aber dieses Rundum-Sorglos-Paket hat seinen Preis. Damit das funktioniert, sammelt Google ständig Daten von mir. Wo ich bin, wie lange und sogar mit wem. Damit verdient das Unternehmen sein Geld. Google Maps führt uns also nur mit Hintergedanken ans Ziel. Bedenklich finden das Datenschützer. Je mehr Daten Sie sammeln, desto besser können Sie Anzeigen verkaufen. Das ist das Geschäftsmodell. Was man dagegen tun kann, in Grenzen, ist, die Apps, die man nutzt, durchgehen, die Rechte einzuschränken, Ortungsdienste, Lokationsdienste dort abzuschalten, wo sie nicht unbedingt benötigt werden. Dass man aber sogar den Tech-Riesen austricksen kann, hat ein Berliner Künstler gezeigt. Er brauchte lediglich 2 Stunden, einen Bollerwagen und 99 Smartphones. Schon dachten die Algorithmen, es handele sich um einen fetten Stau. Verlassen Sie sich also nicht immer auf den digitalen Pfadfinder. Es ist doch auch ganz schön, ein paar Wege noch im Kopf zu haben.